habe gar nicht mehr auf meine Leben geachtet, weil ich jetzt dachte, gut, wir sind ein bisschen overpowered, da wird das halt kein Thema mehr sein, aber nein, ihr seht, der Dschungel, der kann Gefahren bergen, besonders die Bienen. Oh. Jetzt komm her, jetzt hab ich dich. Haha, sehr gut. Da unten ist eine Truhe, da oben ist eine Truhe. Sehr gut, wir haben hier schon mal was Gutes gefunden. Diese Teile hier, diese komischen Dornen, die tun immer weh. So, ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen... Bup, bup. So. Und tot. Bup. So, was haben wir drinne? Wasserwalking Boots, Dynamit, ein paar Pfeile, Gravitationstrank, Healing Potions. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. 2 Gold, sehr gut. Nehmen wir alles. Haben wir aber nicht mehr genügend da. Dann die können wir erstmal wegmachen. Die Blink Rods. Okay, gut, die können wir vielleicht sogar brauchen. Eine Flare Gun haben wir. Die haben wir da. Kopfer brauchen wir nicht. Dann nehmen wir das mit. Die lasse ich mal hier. Dafür nehme ich das Dynamit mit. Gravitationstrank. Ah, hier. Upp. So. Pilze brauchen wir auch nicht. Also so. Nehmen wir die Flare Gun erstmal mit. Die können wir dann wieder später verkaufen. So. Hier kommen die Erde. Können wir wegschmeißen. Die brauchen wir so gut wie gar nicht erstmal, weil wir die bestimmt noch jede Menge bekommen davon. Gut. Wird ja doch ein bisschen kritisch mit dem Platz. Ja, gut. Da oben die Steine. Das ist, glaube ich, Mudstone. Also Schlammstein. Mal sehen. Wir kommen ja eigentlich gut voran. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wenn ich jetzt so an der Seite reinbaue, dass ich dann halt was finde. Machen wir ein bisschen heller. Die Fackel würde ich gerne mitnehmen. Die Matschblöcke können wir erstmal wegschmeißen. So, gut. Das, was wir schon mal hatten. Archery Potion, das ist sehr gut. Hier, Silber können wir erstmal wegmachen. Ferret Claws. Da kommen die Blink Rods, die können wir erstmal wegpacken. So, so, so. Was lasse ich dafür hier? Gute Frage, nächste Frage. Na komm, ich mache jetzt noch die letzten. Okay. So, können wir noch eins davon mitnehmen. Ich werde diese Mudstone-Blöcke hier mitnehmen. So. So. Jetzt können wir nach oben. Dann tue ich die Blink Rods hier nochmal rausschmeißen. Nehme ich die hier noch alle mit. Weil die gibt es halt erstmal nur im Dschungel. Könnten wir uns auch selbst craften, aber... Ganz ehrlich, dafür sind mir die Steine und der Matsch halt zu schade. Besonders die Steine, weil wir die später auch gebrauchen können. Weil ich nicht jedes Mal runter dann in Dungeon will, in eine Höhle gehen will, um unbedingt diese zu farmen. So, in den Hintergrund könnte man sich auch mitnehmen. So, so. Ach komm, den Hintergrund nehmen wir uns auch noch mit. Da werden wir uns aber von was trennen müssen. Wir bauen erstmal ab. So. So. Blub. Könnten wir jetzt einen neuen Hintergrund nutzen. Sind zwar bloß wenige Blöcke, aber besser als nichts. Und wir finden davon noch einige. So viel steht fest. So, machen wir uns erstmal hier ein bisschen Platz. Lalala. Ja, wir verbringen diese Aufnahme mal ein bisschen im Dschungel. Ist ja auch mal was Neues, finde ich. So, das Dynamit werde ich jetzt auch mal irgendwo verbraten. Frag sich nur wo. Ups. War ich nicht. Okay, das hat nicht viel geholfen.
Bob. Bisschen was mitnehmen hier. Gut, ist nichts mehr zum Mitnehmen. Oh. Ah, Mist. Los, komm. Will sich irgendwer fighten hier? Ah, du blödes Vieh. Los. Maneater hießen die. Menschenfresser. Wieso hießen die anderen so anders? Komisch. Scatcher, Snatcher oder wie die hinten nannten. Komisch. Haben die auch neue Namen bekommen oder wie? Ah, da unten ist noch einer. Also hier muss man echt aufpassen, weil solange es dunkel ist, sieht man nirgends, wo die Viecher, wo die spawnen. Oh. Oh, Schlick. Schlick ist auch ein tolles Item. Machen wir es erstmal so. Das brauchen wir überhaupt nicht. Das hier. So. Ne, Matschblöcke wollte ich jetzt nicht mitnehmen. So. Schlick nehme ich da lieber mit. Vielleicht finden wir einen Extractinator noch. Vielleicht sogar ein Spiegel, das wäre natürlich am geilsten. So. Weg damit. So, tun wir uns ein bisschen Schlick abfahren. Schlick ist wie Kies, kann man sagen. So. Hier unten sind wir jetzt auch. So. Eine Runde durch. Ropes wieder drinne. Fackel. Ja, gut. Oh, oh. Trinken. Eine weg. Ja. Ah, Mist. Ist eine halb down wieder. Ja, hier oben haben wir wieder eine Kiste. Wow. So viele Kisten habe ich zum Anfang noch nie gefunden im Dschungel. Oh nein. Biene wieder. Biene Maya. Ja, jetzt komm. Ah, sehr gut. Autsch. So, hier können wir wieder ein bisschen Mahagoni mitnehmen. Ach, das Holz habe ich auch verbraten. Ups. Ja, gut. Dann tue ich es wieder hier anbauen. Sorry, aber kann ich jetzt nicht mitnehmen. Oh. Wusste gar nicht, dass man Mahagoni auch so verbrauchen kann. Oh. Okay, bleibt erstmal da. Gut, was haben wir denn hier? Oh, 3 Defense. Die haben 4 Damage. Gute Frage, nächste Frage. Oh, Fledermaus stört. Weg. Die können wir erstmal da lassen. Dann Loot All. Die anderen Staros machen wir uns mal. Tot. Ah, Mist. Gut, dann können wir unser Inventar wenigstens noch mal kurz leeren und dann gehen wir auch sofort wieder rein. Ich mache in der Zeit mal kurz mein Energy auf. Also. Upp. Ihr habt sicherlich gehört. Also Prost. Wer wissen will, was das für ein Energy ist, und zwar ist das Energy-Getränk Burn. Das trinke ich schon seit Jahren. Das schmeckt einfach nur geil. Schmeckt besser als wie Red Bull oder so. Das ist nicht zu süß, nicht zu säuerlich. Das schmeckt ganz genau wie... Könnte es vergleichsweise mit so einer richtig, richtig sehr guten Fassbrause könnte man das... zeichnen. Müsste einfach mal probieren. So, Quickstack. Dann können wir das hier auch so machen. So, Quickstack. Quickstack. Und weiter geht's. Plup. So, jetzt haben wir aber einige hier frei. Deposit. Sehr gut. Deposit. Und weiter geht's. Deposit. So, jetzt haben wir alles drinne, was wir nicht mehr brauchen.
Sterne waren da. Geld können wir auch nochmal einlagern. So. Verkaufen tun wir später. Quickstack. Bob. Gut. Sonst haben wir nichts mehr. Dann müssen wir halt wieder zurücklaufen. Ist ja klar. 1, 2, 5 Tränke, egal. So, und ihr seht, hinter mir ist so ein zweites Ich oder so ein drittes, je nachdem. Das ist unsere Z-Bonus. Wir können damit schnell laufen. Steht auch hier, wenn man es hier hat. Z-Bonus. 15% in Crescent Movement Speed. Huch, ach, da ist ein Schleim. Ich habe den nicht gesehen. So. Wir gehen schnell zu unserem Todpunkt hin. Ne, bevor wir zum Todpunkt gehen, würde ich sagen... jetzt kriege ich Schluck auf. Mal wieder. Zu unserem Todpunkt gehen wir gleich. Ich gehe erstmal zum anderen Ende der Map. Vielleicht finden wir sogar die eine oder andere Kleinigkeit nochmal. So. Wie gesagt, die Kürbisse lasse ich erstmal hier. Wir haben noch genügend, wie wir in der letzten Folge mitbekommen haben. Die lassen wir erstmal noch schön auswachsen. Vielleicht kommt ja noch das eine oder andere daraus. So, unsere Pyramide. Keine Gegner hier. Wundert mich. Sonst sind da in der Wüste immer ein Haufen Gegner drin. Ah, ein Gegner. Aber das war's auch schon. Oh. Barb. So. Weiter geht's. Runter, hoch, runter, hoch. So. Eieiei, ist doof, dass wir jetzt gestorben sind. Aber na gut. So konnten wir wenigstens ein gutes Herz, so konnten wir das Inventar lernen. Und wir konnten halt unser Geld lagern. Wir haben nicht so viel verloren. Wir verlieren, glaube ich, immer nur ein Drittel. So. Ich bin ja noch der Hoffnung, dass hinter dem Dschungel, hinter dem Dschungel eine Wüste ist. Autsch. Und hinter der Wüste, also beziehungsweise in der Wüste dann sozusagen eine Pyramide ist, wo wir dann vielleicht sogar noch eine Kleinigkeit herbekommen, entweder die Pharao-Rüstung, beziehungsweise das Vanity-Item, ein fliegender Teppich geht noch und so eine Sandsturm in a Bottle, also Sandstorm in a Bottle, so nennt sich das. So, oh, das ist irgendwie entspannt, durch den Dschungel zu gehen, ohne solche Turtles oder Derblinge zu kriegen. Die werden auch im Hard-Mode ziemlich nervig. So. Ach, Mist. Fehl. So. Das Mahogoni-Holz nehmen wir uns hier oben erstmal nicht mit. Wir holen es uns, wenn, aus dem Untergrund. Komischerweise wächst es da überall nach. Da habe ich mich selber schon gefragt, warum es im Untergrund nachwächst, aber hier oben an der Oberfläche nicht. Aber es ist nur bei Mahogoni-Holz. Unter der Erde. Anderes Holz ist da nicht so. So, hier sind wir damals reingegangen. So. Bup. Jetzt können wir uns hier auch entspannt rüber. Schuriken. Na los. Ja, gegriffen. Muss nur genau zielen. So. Gut. Ach, jetzt habe ich meine Glowsticks abgelegt, nicht? Ah, schade. Na gut, die können wir uns wahrscheinlich auch wiederholen. Weg damit. So, den nächsten weg. Bup, bup. Oh, ein Goblin Scouter. Ah nein. Oh. Target close. Oh, zweimal sogar. Gucken. Okay, hier unten sehe ich nichts. Ist da was? Nein, ich sehe nichts. Ich sehe überhaupt nichts. Oh nein, eine Corruption. Da oben haben wir schon einen Seelenfresser. Na gut. Hilft dir alles nichts. Schade, ich dachte, da kommt echt eine Wüste noch. Gut, hier haben wir die nächste Corruption. Ah, die Pilze nehme ich mir natürlich mit. Das ist klar. So.
So. Aha. Tue ich euch kaputt hauen hier. Hopp. Weiter geht's. So. Es wird ja auch in Terraria gemunkelt, dass es ein neues Update geben soll zum Weihnachten. Einen neuen Boss zum Beispiel. Und ja, mal sehen. Ich lasse mich da überraschen und ich hoffe, wir können das Let's Play bis dahin noch verfolgen. Es würde mich auch gerne interessieren, was da noch alles kommt. Weil einen neuen Boss-Mob zu Weihnachten? Nicht, dass wir da gegen so einen mechanischen Weihnachtsmann kämpfen oder was weiß ich. Kann ja möglich sein. Oder gegen so einen verrückt gewordenen Schneemann. Obwohl, die verrückt gewordenen Schneemann gibt es ja schon. Der Frostlegion. So. Bisschen das hier im Mike machen. Wenn man da reingeht, kriegt man Schaden. So. Mal sehen, weiter geht's. Wieder die hier. Also wir haben den zweiten Abteil, der ist sozusagen Corruption und Dungeon. Also Corruption und Dschungel in einem. Ist ein bisschen doof. Ah, na gut. Ja, und das ist das Problem bei der Corruption. Die tut sich immer überall hineinfressen, egal wo man ist. Das finde ich ein bisschen schade, weil es macht ein bisschen Spielspaß weg, weil wenn man jetzt, sagen wir mal, ein ganzes Biom hat, was wirklich nur dieses einzelne Biom hat und nicht halt immer solche anderen verfolgten Gebiete oder so, da macht es ein bisschen mehr Spaß, wenn man da dann halt in Ruhe machen kann. Und wenn man dann halt sieht, oh nee, ein verfolgtes Gebiet, wie zum Beispiel Crimson oder hier unsere Corruption. Oh, ein Pinky. Oh, den hätte ich gerade gar nicht gesehen. Die kann man immer so rumschleudern, das ist geil. Ui. Baseball. Bam. So. Ah. Aber jede Menge Silber bekommen. Schon mal ein gutes. Und das wird Nacht. So. So. Einmal hier runter. Oh, das neue Goblin Scout. Je mehr wir davon killen. Du nervst. Geh. Sterben. Geht doch. Je mehr wir davon killen, desto schneller kommt die Goblin-Armee. Das ist das Gute. So. Sehen, ob wir hier noch ein paar Kisten finden. Ja, da unten sehe ich schon eine. So. Oh, Eglet. Ein Defense. Können wir erstmal nicht gebrauchen. Brauchen wir wahrscheinlich erst im Hard-Mode wieder. So. Die richtigen Boots haben wir ja schon mal dafür. So. Upp, machen wir wieder Inventar aus. Ich renne immer irgendwie mit offenem Inventar rum. Weiß auch nicht wieso. Nein. Oh, zum Glück können wir kleben. Oh. Da drüben scheint nichts zu sein. Da finde ich geil gemacht, dass man ja auch solche Ranken hat. Puh, aber wo geht das hier hin? So. Huch, da war ein Schleim gewesen. Ach, hier drüben geht's hier hin. Hup. Hier ist nix. Ist absolut gar nichts, außer die Kürbisse. Ein paar Trüge. Krüge, Trüge, je nachdem. Sonst ist hier nichts. Die Nacht hat angefangen. So, die Nacht kam ziemlich schnell. So, die Truhe, die nehme ich da nicht mit, weil, naja gut, wir haben jetzt die goldenen Truhen. Die sehen optisch besser aus und wenn, können wir die braunen Truhen auch selber machen. Wenn noch mit anderem Holz und so. Je nachdem, also sind die nicht gerade das Beste. So. Ich renne mal schnell bis zum Ende hin. Wollte ja nicht mal weit sein. Ja, da ist er schon. Das Meer.